Willkommen, meine Freunde, willkommen. Ich habe euch einen Schmankerl rausgesucht heute. Und zwar habe ich anscheinend Paolo gefunden. Und Paolo möchte mir sein Yasuo zeigen. Und wer das nicht appreciaten kann, na, der hat dann wirklich nichts verstanden mehr. Paolo hat actually 5 LP weniger als ich. Wir sind auf der exakt gleichen Elo. Das wird, wir werden ihn öfter treffen. Ich glaube, der wird auch streamen und ich werde ihn jetzt wahrscheinlich mehrfach im Game haben. Das wird ein schöner Tag. Also ich spiele jetzt nicht den ganzen Tag League, aber ein paar Games mal halt eben schon, ne? Paolo vs. Hui? Wie? Halt dein Maul. Oh mein Gott. Ah, nee. Da habe ich ja wirklich überhaupt gar keine Lust zu, ne? Gotta say. Es will Bart wird auch anstrengend, aber kriegen wir hin bestimmt. Ist auch Support Main? Ja. Wird schon werden. Und so. To be honest, Seraphine ist hier Giga Value, glaube ich, gegen die Enemy Champs. Oder kann Giga Value sein. Kann sehr, sehr gut sein. Ganz ehrlich, den kurzen Weg gehen ist, glaube ich, nicht so drin für uns. Okay, ist doch drin. Sprich nicht für die Gegner. Ich weiß schon, so ein Handshake auf der Lane, wisst ihr? Will surrender den Push. I appreciate this. If you're just dead, I do not appreciate this. Runter. Einmal ganz kurz. Komm, ich gehe Base, honestly. I do believe I base hier. Ein kleines Tränchen. Oh, bekomme ich hier einen Kill? Nice.
Blue Buff auch noch. Eine Wave getradet gegen zwei Kills. Das XP war jetzt nicht so geil. Aber I take it, oder? War eine Wave. Keine Ken mit dem Wave. Das kann das Sams nutzen. Und den Playmate hat er gerettet, beziehungsweise beendet für. Also wir müssen nicht so viel Zeit investieren, um die zu chasen oder so. Er ist natürlich eine Base dafür bekommen jetzt, ne? Das ist nicht so cool. Ich lasse es nicht so gut. Ist ein bisschen anstrengend, weil die haben einfach guten All-In, wisst ihr? Okay. Es wird Angst, ist gut. Aber läuft kurz gut. Also, wir bekommen hier. Kommen wir ganz gute Trades eigentlich rein, ne? Der Trade hier war auch ziemlich nice. Hier ist 6. Ja, guck ich aus. Aber willst du nicht trotzdem ran? Nice, well played. Ah, aber der letzte noch. Der kann den letzten, glaube ich, einfach nicht dodgen, ne? Ich glaube, er kann den letzten einfach nicht dodgen. Super ärgerlich. Wäre cool, wenn Graves nicht behind wäre, oder? Gegenüber dem Karthus. Ja, not sure, man. Wie kann man, wieso ist das so? Wieso ist das so top, wenn er so hart losing Game vorbei ist? Sehr, sehr stupid, Mann. Kein Backup für unsere Botlane, kein gar nichts. So stupid schon wieder, so bad. Unsere Top schon wieder so fucking cancer bad, Mann. Der kann doch einfach sofort runterlaufen und den scheiß Graves abholen. Den scheiß Bart, meine ich. Kriegt er aber nicht geschissen. Weil er einfach ein dummer Lutscher ist, Alter. Wird vom Karthus outfarmt und dann noch outgankt, oder what? Dann spiel bitte einfach keinen Jungle, wenn du nicht kannst. Wirklich disgusting. War das noch nicht 6, ne? Es wäre so, weißt du, Botlane läuft übel nice, so übel gut. Wir sind komplett in der Win-Condition drin. Und dann wird unser Jungler einfach outvalued. Das Game ist einfach wieder richtig rough. Ohne Grund. Also der einzige Grund ist, dass unser Jungler schlechter ist als der Enemy-Jungler. So. That is all. Nichts anderes passiert bisher. Das ist so annoying, tatsächlich.
Okay, das ist wichtig. Scheiß drauf. Keine Lane mit 10 HP, das ist der Astral. No problemo. Es ist so krank, wie lange die lähnen dürfen, Alter. Die Leute erkennen sich gern in mir wieder. Wir müssen raus, oder nicht? Wir müssen tatsächlich unironisch raus, wenn der Jungler ein Hurensohn ist. Wenn ich den Katus nicht sehe, können wir nicht. Ja. Okay. Actually, kann man sehen. Ja, kann man nicht machen, ne? Kann man nicht spielen. Absolut unreal. So disgusting, Mann. Jungler sind ekelhaft. Ah, nee, I'm out. I don't see myself dying. Für diese Hunde. Turmpanzerung wird bald durchbrochen. Wirklich nicht. Aber hey, wir haben den Top-Lane-Turrets. Ist cool. Jack ist trotzdem 4-1, aber. Ja, ist ja so ein Ding. Lass mal nicht in Esville reinspielen, weil er ist ein fucking strongest or what? What are you saying, man? Lass lieber in den 5-1 Jacks reinspielen, weil wir dumme fucking Low-Elo-Hunde sind, man. Ah, ich bin so tilted davon. Es tiltet mich so hart. Dieses Decision-Making ist so bad. Oh, bist du süß.
Komm, wir tanzen. So boring. Eigentlich müsste ich nur warten auf die Ult, aber Karl ist auch bei der Ult, ne? Also gehe ich einfach Base, I guess. Mann, 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 Leute. Erste Game, direkt wieder Jungle Diff aus der Hölle. Jetzt spielen die wieder in Jax rein, ne? Zweite Wave übrigens. Zweite Wave, die ich abgeben muss. Nicht, weil ich hier gegen Ezreal verliere, sondern weil fucking mein Team zu fucking bad ist, um mir irgendwas anzubieten. Um irgendwas zu machen, so. Wir haben so viel Setup. Ich bin so strong. Ich kann nicht weiter vorgehen, bis zu Salas Mitte ist. Wir hätten natürlich Drake machen können, wir hätten aber auch random in der Mitte sterben können, ne? Aminos wäre nicht tot, fairerweise. Karte ist einfach Topside. Drake ist up. It doesn't matter, guys. Was nehme ich hier Zeit ab für? Actually, geben die mir Zeit, ne? Was ist das denn für ein Zeichen um mich rum? Ach, ich will das Ult, ne? Okay, das war sehr schnell. What the heck? Hat der nicht gerade das angefangen? Wir gehen ganz kurz draußen. Aber gut. War gut ein Engage. Honestly. Nicht so viel Mana. Kings. Hört die Welt in
Klingt es so, das Gameplay. Ja, man muss fairerweise, ich weiß ja nicht, die streamen vielleicht schon heavy oder sind noch aus dem Urlaub oder so, oder? Die haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Und selbst wenn, er muss es eigentlich auch einfach nicht können. So, it doesn't matter. Oh, bist du süß! Wieso spielt Paolo einen guten Yasuo? Kann mir jemand erzählen? Oder? What's happening? Fairerweise, er lässt ja auch von ziemlich viel hitten, aber. What's the game here? Wer dafür Damage haben, wundert mich auch. Aber ja, I guess, bin gut fett und. Noch ein bisschen Wave haben eigentlich. Oder so was hier, würde ich auch nehmen. Nehmen wir das eben mit, ne? Dann ist die Frage jetzt, soll ich jetzt, darf ich hier basen oder nicht? Für eure Spotzeit, die könnten jetzt für Nash Rush gehen. Paolo ist einfach 927, der spielt jetzt halt jeder Hurensohn Yasuo, den ich in meinem Game hab. Hä? Fuck! Der S4 war ja aber Turbo. Also, der S4 fuckt mich richtig ab. Der ist so schlecht auf seinem Champion. Also wirklich, der S4 lässt sich von dieser Ult treffen und hat Flash aber ready, so. Und der hat aber auch ganz viele andere Sachen nicht. Also, das ist nicht gut. Das ist kein guter S4. Das sage ich euch auch an der Stelle, okay? Sterben lassen? Nein, ne? I hope not. Ja, so Esril-Counter? Ja klar, in a way schon. Aber der hat ja nicht Botlane gelaned. Geht darum, was der Esril gemacht hat on Lane und was der halt jetzt draus macht. I mean, jetzt ist Game of super hart, so du spielst gegen Rakan. Jetzt, das Game ist nicht schwer, ist nicht einfach zu spielen, aber er macht schon relativ große Fehler. Oder relativ viele Fehler. So. Actually eigentlich mehr mengenmäßig als die Größe der Fehler. Aber ich glaube, jeder einzelne Play, den wir machen, da stirbt er bei. Wisst ihr? Ist schon special. So geil, ne? Der Jax hat 8 Kills und Fiora
1v1 den? Also actually 2v1 den jetzt einfach? Oder wie? I don't get it, so. Ach, whatever. Schade. Ist bei nur auch, sind auch Seraphine in Esriel reinpicken? Nee. Kommt den Esriel-Spieler an. Aber ich glaube... Oh, in einem Competitive Setting würde ich. Mein Freund sein, ist halt, Matchup ist einfach nicht so geil. Ich würde immer Esriel picken gegen Seraphine, nicht andersrum.